Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute, Leute, sind wir zurück in der Welt von Minecraft Eternal. Und heute, Leute, werde ich euch als allererstes mal wieder ein paar neue Fanarts zeigen. Denn ihr wart wieder ganz, ganz fleißig, habt einige coole, also wirklich coole neue Fanarts gezeichnet, Leute, und die will ich euch zeigen. Einmal wieder vom Quarzi hier, hat einmal der liebe Gabriel Meister hier mit Chisel and Bits in Minecraft tatsächlich diesen kleinen Quarzi gebildet, auch noch seinen Namen drunter gepixelt. Ultra, ultra, ultra cool geworden, Leute. Ich wünschte, ich könnte mir quasi diese Welt mal angucken, weil hier ja noch so ein Schatten rum ist. Wie er das genau gepixelt hat, würde mich auf jeden Fall interessieren. Aber es ist ultra, ultra cool geworden. Dann hat der Melonenpaul noch ein Fanart hier gemacht. Von Quarzi als so ein Cartoon-Figur, inspiriert von Bendy. Leute, auch ultra, ultra lustig und ultra, ultra cool. Ne? Quarzi, gefällt dir das? Ich sehe das mal als ein Ja, Leute. Ich denke mal, das heißt ja. So, heute will ich übrigens mal meine Rüstung ein bisschen tauschen, Leute. Denn wir haben ja noch zwei andere neue Designs, Leute. Und zwar... Heute, Leute, ziehe ich mal das an. Heute ziehe ich mal das neue Sommerdesign. So, nice. So, auf jeden Fall, Leute, das waren ein paar, aber es gibt noch mehr. Dafür müssen wir einmal nochmal hochgehen. Da hängen nämlich die restlichen. Leute, dann reagiere ich auf die Kommentare unter der letzten Folge natürlich. Übrigens, ich habe jetzt hier überall Schilder aufgehängt zu den Fanarts, von wem das jeweils immer ist, Leute. Also nicht wundern, und diese drei Memes habe ich halt gemacht, deswegen steht da jetzt kein Name drunter. Und zwar gibt es hier einmal vom lieben Infinity Snow ein ultra cooles Fanart. So, mit ein paar Dingen mehr auch drin. Hier ist einmal Quarzi, ultra cool, ultra cool. Und dann Frosch im Boot, der hier aus dem Boot hüpft, an so einem kleinen Strand von so einer Art Insel. Man sieht so Sonnenuntergang, eine Flaschenpost und ein Hai. Ultra, ultra cool gemacht. Schöne Landschaft und sowas. Mega, mega cool. Also vielen lieben Dank geht natürlich an alle Fanart-Zeichner raus, Leute. So, dann gibt es nochmal zwei Fanarts vom Melonenpaul. Der hat dann hier auch einmal mich quasi als unsere Erde dargestellt. Im Jahr 5000, wo so Meteoriten auf uns raus. Und Leute, ich bin ultra unglücklich. Guck mal dieses traurige Gesicht. Naja, und... Er hat auch passend zur letzten Folge nämlich ein Bild von Handelsmann gemacht. Der hat das ultra gut auch getroffen hier mit diesen Gläsern und sowas. Und mit dem Keksglas und so. Mr. Handelsmann, der den Laserpointer hier hat. Und so fragt, ist das teuer? Also ultra mega cool auch gemacht, Leute. Und es ist halt wirklich 1:1 von Mr. Handelsmann. Mr. Handelsmann kleinem Lädchen gemacht, Leute. Ich kann den euch ja gerade nochmal zeigen, denn den haben wir uns in der letzten Folge, mit dem haben wir in der letzten Folge ein bisschen Handel betrieben hier, Leute. Da haben wir zum Beispiel den Pickerang gekauft oder uns einen blauen Herzbehälter geholt oder so ein Advanced Glider oder auch Shiny Boxen, Leute. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir mittlerweile haben. 177. Wir könnten uns noch ein bisschen was kaufen. Nee, können wir doch nicht, Leute. Vergesst es, wir haben doch nicht wirklich viel Geld für das, was er will. So. Auf jeden Fall, Leute, so viel zu den Fanarts. Jetzt, ich guck mal gerade im Briefkasten. Okay, nichts Neues dort. Leute, dann können wir aber mal gerade auf die Kommentare unter der letzten Folge von Minecraft Eternal nachschauen, nicht wahr? So, hier übrigens Vendetta, Leute. Ultra, ultra coole Folgen. Es nähert sich jetzt dem Ende. Nächste Folge, beziehungsweise nächste Woche kommen Folge 9 und 10 von Vendetta raus, Leute. Und Folge 10 ist das Finale des Projekts. Und danach wird es noch aber einen Nachfolger geben. Und auf den könnt ihr euch freuen, Leute. Da haben wir ultra, ultra cooles geplant. So, jetzt aber erstmal hier zu Eternal. Ich habe ja auch auf Thumbnail so gepackt, so. Günstig und teuer, teuer, teuer. So, erstmal darauf gehen. Perfekt, Leute.
Und auf... Oh mein Gott. Leute, in der letzten Folge bin ich auf dieses Oh mein Gott eingegangen. Ich glaube, ihr feiert auch diesen Insider. Oh mein Gott. Hier gab es auch die Idee, eine Freundin für Quarzi zu finden. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, ne? Liebe Grüße gehen natürlich raus an Mr. Gürkmann. Leute, vielen Dank natürlich mal an alle, die Kommentare schreiben. Ich lese mir das natürlich immer durch. Nur in den Folgen möchte ich vor allem auf diese Grüße und sowas eingehen. Liebe Grüße gehen natürlich auch raus an Blaui66. Ach, auf dem Pickering ist Unzerstörbarkeit. Oh, lol. Ja gut, Leute, vielleicht hätte ich in der letzten Folge mir erstmal durchlesen sollen, was der alles hat, aber... Ach ja, gut. Oh mein Gott. Schon wieder, oh mein Gott. Leute, es kann doch nicht sein. Haben wir nochmal. Hier, Gabrielmeister, der kann nämlich nicht zeichnen, deswegen hat er da was gebaut. Wie gesagt, war ultra cool, hat mich auch mega gefreut, Leute. Okay, Leute, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Wenn ich jemanden vergessen habe, es tut mir leid, wirklich. Aber liebe Grüße gehen natürlich an alle, die gerade zuschauen, raus. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung immer. So, Leute, dann wollte ich heute nochmal zu Rinko gehen und wollte ihn mal fragen, ob der uns vielleicht eine Waffe bauen könnte. Und Leute, übrigens, ich wollte euch ja noch was zeigen. Wir haben ja in letzter Zeit echt wenig, meiner Meinung nach, von so den celestialen Wesen gehört. Wir haben jetzt im Moment nur wilde Spekulationen über die, aber... Ich habe hier gar keinen Durchgang. Aber Leute, uns fehlen ja noch mindestens 2 celestiale Wesen, die wir töten müssen, damit wir hier alle Schwert haben, damit wir dieses Tor öffnen können. Ich hoffe, wir finden noch diese letzten 2 celestialen Wesen. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Aber Leute, danach können wir endlich dieses Tor öffnen. Und ich, dahinter soll ja diese Waffe sein, die Aionios besiegen kann. Ich hoffe, das wird was, Leute. Ich hoffe, wir können das schaffen. So, einmal wieder hier hoch. Denn Leute, heute, wie gesagt, wollte ich zum Ringo gehen und fragen, ob der uns nicht so was wie so ein Blaster machen könnte oder so eine richtig krasse Rüstung. Ja, ja, Vogelzwitschern, da ist er. Frosch im Boot, Ploschett, wie auch immer. Hatten wir hier einen... Ist das ein Apfelbaum? Hatten wir hier einen... Oh lol, wir hatten hier einen Apfelbaum hier angepflanzt. Hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Vielleicht können wir demnächst mal ein bisschen Goldfarm gehen. Weil wir dann Goldäpfel machen können. Oh mein Gott, Leute. Ich hatte ganz vergessen, dass wir hier einen Apfelbaum hingepflanzt hatten. Mega cool. Jetzt können wir die hier einfach abernten. Mega nice. So, das kann ich erstmal hier reintun und kurz nach drinnen bringen. Leute, eine Kiste, wo hatten wir Essen? Ah, wow, ich habe hier Essen reingetan und so. Okay, Leute, wie gesagt, jetzt wollte ich erstmal zu Ringo gehen. So, da ist er auch schon. Wieso ist da ein Loch im Boden? Ringo? Was zur Hölle? Ringo, was hast du gemacht? Hey Planet, ich bin bei Bohrungen aufgrund seltsamer Geräusche aus dem Boden auf eine interessante Entdeckung gestoßen. Vielleicht solltest du dir das mal anschauen. Könnte dich interessieren. Okay. Also du bohrst einfach mitten in deinem Labor, deiner Garage, deinem Tüftler-Eckchen hier im Boden rum, weil komische Geräusche daherkommen? Ringo, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich frag mich nach. Okay, Leute, ich gehe da jetzt rein, oder? Okay, Leute. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Leute, wir haben diese Klinge des Präsidenten. Passen wir hier durch? Au! Was zur Hölle? Was ist
das? Dass dieses Loch einfach. Nein! Hä? Warte, was? Ich. Leute. Ich verstehe gerade ehrlich gesagt gar nichts mehr. Ist Einstein nicht gestorben? Hä, Einstein wurde doch aufgespießt von diesen komischen Tentakelteilen. Hä? Einstein, du bist mir eine Erklärung schuldig. Planet, mein Freund, es tut wirklich gut, dich zu sehen. Du magst dich jetzt fragen, ob ich es wirklich bin, wie ich überlebt habe, warum ich tat, was ich tat. Ja, frage ich mich schon so ein bisschen, weil das mir irgendwie nicht ganz klar bleibt, ob... Bist du es überhaupt? Hä? Ich check's nicht. Es gibt eine einfache Antwort. Freiheit. Hä? Leute, ich check's echt nicht, ne? Diese Gestalt zwang mich, mein Projekt zur Erschaffung von Materie und lebendiger Materie so zu bauen und zu planen, dass ich Aionios einen Körper schenken könne. Das tat ich. Ich ahnte aber schon, dass er mich danach umbringen würde, weshalb ich ein wenig tricksen musste. Also, okay, Leute, wir hatten ja schon halbwegs herausgefunden, dass dieses eine komische Ding Einstein zwang, Aionios zu erschaffen oder ihm anscheinend einen Körper zu geben, wie auch immer, Leute. Und Einstein wusste jetzt schon, dass Aionios ihn umbringen würde und deswegen hat er getrickst. Hä? Okay, was ist so noch zu sagen? Ich entwarf und entwickelte eine Art Weste. Was ist das, Leute? The world just got stranger. Ja, es ist gerade ziemlich seltsam geworden in dieser Welt. Allein weil Einstein lebt wieder auf einmal plötzlich, was auch immer. Ich entwarf und entwickelte eine Art Weste, die ähnlich wie eine schusssichere Weste funktionieren sollte. Die Materie, welche ich ja auch selbst entwickelte, sollte einfach durch diese Weste gelangen. Wie auch immer das funktionieren soll, Leute. Dazu nutze ich Portale, welche ich auf eine minimale Größe reduzierte und eines vorne und eines hinten anbrachte. So konnte die Materie getrost durch meine Brust verlaufen und ich überleben. Oh wow, Leute, Einstein, du hast glaube ich echt zu viel Portal gespielt, kann das sein? Ich mach mal vorne ein Portal hin und hinten eins und dann läuft das einfach durch. Leute, ich glaube Einstein hat zu viel Portal gespielt, aber nun gut. Ich kommentiere das einfach nicht weiter, Leute. Zum Glück hatte ich ja ein zweites kleineres Labor für Notfälle eingerichtet. Und hier bin ich nun und habe eine verbesserte Maschine zur Erschaffung von Materie und lebendiger Materie entwickelt. Also wenn du etwas brauchst, sag Bescheid. Ich kann dir das dann herstellen. Ich hoffe nun aber, dass du mein Handeln verstehst und mir nicht böse bist. Ich musste es echt aussehen lassen, damit es auch Aionios schluckt. Okay. Einstein, ich glaub dir einfach, dass du es bist. Weil wir uns schon echt lange kennen und auf so dumme Ideen wie ein Portal hinten und vorne zu machen und darauf zu appellieren, dass so ein komischer Tentakel einfach dich aufspießt. Auf so dumme Ideen kannst auch nur du kommen. Jetzt mal ganz im Ernst. Dafür, dass du ein Professor bist, bist du schon irgendwie ziemlich so, das könnte passieren, aber ich weiß es nicht, aber ich rechne einfach mal damit. Ach, weißt du, du hast überlebt. Ich kann mich glücklich schätzen. Leute, ihr könnt super gerne mir die Geschichte, die er mir gerade erzählt hat, vielleicht noch ein bisschen kürzer und einfacher zusammenfassen, wenn ihr wollt. Aber okay, Leute, ich gehe mal davon aus, dass dies hier jetzt diese Maschine zur Entwicklung von Materie und lebendiger Materie ist. Wir haben hier auf jeden Fall einen Computer. Okay. Oh, wir können sogar darauf zugreifen und so. System Date. First Day. Ach Leute, das zeigt sogar wirklich immer das aktuelle Datum an. Und die aktuelle Zeit. Oder haben wir es so spät? Okay, nee. Hat er nicht. Der muss...
geht vielleicht ein bisschen hinterher, aber das sieht auch schon irgendwie ein bisschen alt aus. Einstein, wir haben das Jahr 2020, da gibt's was Besseres als das da bestimmt. Naja, ich halte dich davon nicht ab. Auf jeden Fall, das sieht schon eher nach dem aus, was man kennt. Okay, aber hier fliegen irgendwelche... Wie soll man das nennen? Bälle? Nein. Teilchen oder so rum? Um so einen Strahl? Keine Ahnung. Hier sind Kabel. Wieso ist das ein dickes Kabel? Ein mittleres Kabel? Ein kleines Kabel? Und ein winziges Kabel? Hier von dem Computer hier. Ich frag mich. Okay, auf jeden Fall. Das kann man sich von hier und so auch nochmal angucken. Hier sind wirklich so Strahlenteile. Hier scheint auch nochmal, scheint die Kabel auch nochmal lang zu verlaufen, Leute. In so, weiß ich nicht, Strahlenteile und die schießen hier rein. Ah, Leute, ich glaube, die Dinge, die erschafft werden, hier, das ist einfach nur dieser Prozess irgendwie dargestellt oder so, könnte ich mir vorstellen. Und über diese Kabel und so wird das dann in diese Kanonen, ich nenne es jetzt einfach mal Materiekanonen, geleitet und die... packen dann je nachdem, was es ist, wenn es jetzt ein Lebewesen, so wie Aionios wäre, würde das wahrscheinlich in diese Kapsel kommen, die wirklich sehr klein ist im Vergleich zu dem, was in Einsteins großem Labor war, Leute, wenn ihr euch erinnert. Und hier kommen dann wahrscheinlich Items oder so rein. Denke ich. Okay, also Leute, ich finde es auf jeden Fall dieses Labor, es ist zwar kleiner, aber irgendwie ist es viel cooler, weil du hier halt eine große Maschine hast, die so alles so ausfüllt und sowas mit den Computern und so. Finde ich nice. Finde ich echt gut. Und hier ist ein Knopf. Mit irgendwelchen komischen, bewegenden, leuchtenden Dingern. Hoffentlich ist es kein Selbstzerstörungsknopf. Einstein, wofür ist dieser Knopf? Es ist ein Teleporter. Auf irgendeinen Berg. Ach, der aktualisiert dann noch die Zeit. Wo zur Hölle bin ich? Hallo? Ach, als ob das die ganze Zeit hier auf diesem Berg war. Leute, als ob hier die ganze Zeit so ein Teleporter-Ding war. Von Einstein. Auf unserem Berg, wo wir leben. Lol, und es war einfach die ganze Zeit quasi direkt unter unserem Haus. Leute, hier ist das Loch in dieses Labor. Ja, gut. Auf jeden Fall, Leute, das ist auf jeden Fall einen planetarischen Daumen nach oben da für diese überraschende Folge mit Dingen, mit denen ich tatsächlich nicht gerechnet hätte, wenn ich ehrlich bin, Leute. Es hat mich überrascht, aber es freut mich ultra, Leute. Einstein lebt einfach noch. Ich bin ultra glücklich, dass er noch lebt, Leute. Er war auch mit einer der ersten, die wir kennengelernt haben in dieser Planetensaga und Leute. Es ist einfach schön, dass er doch noch lebt. Ich dachte echt, wir hätten ihn verloren, aber... Es tut gut zu wissen, dass er nicht gestorben ist. Und Leute, wie gesagt, wenn euch diese coole, interessante, epische Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen planetarischen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt natürlich auch den Abo-Button. Das würde mich mega freuen. Und Leute, jetzt wünsche ich euch noch einen planetarischen Tag. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dann!